Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn. Ich befinde mich hier am Ammersee und möchte mitten in der Nacht ein Panorama vom Ufer und dem Nachthimmel machen. Dabei bediene ich mich an meinem DJI Gimbal Ronin SC und lasse das Panorama eigentlich für mich machen. Ich muss ein paar Einstellungen machen und führe euch jetzt in diesem Video Schritt für Schritt durch. Warum mache ich das Video? Weil ich schon mal vor ein paar Monaten diesen Gimbal getestet habe, habe eine Panoramaaufnahme mit 8 Fotos gemacht und mich haben ultra viele Fotografen komischerweise nur über Instagram angeschrieben und hatten da zahlreiche Fragen dazu, wie ich das umgesetzt habe, möchten einfach, dass ich da noch tiefer reingehe, über die Kameraeinstellungen nochmal gehe, exakt die Einstellungen bespreche oder über die Einstellungen spreche, die ich an dem Gimbal vornehme, und das ist heute das Ziel. Es ist leider bewölkt, ich weiß gar nicht, ob man ein paar Sterne sehen wird, aber das Foto dient jetzt auch nur dazu, eigentlich zu zeigen, ob es funktioniert, ob man vielleicht 16 Bilder mit dem Gimbal als Panorama machen kann und die schön einfach und easy in Lightroom zusammensetzen kann. Auch die Zusammensetzung in Lightroom zeige ich euch dann nachher am Rechner. Ich bin gespannt, ob es klappt. Es ist leicht windig und ja, bleibt dabei und dann schauen wir uns das Ergebnis gleich an. So, jetzt erstmal zum Equipment. Ich verwende eine Sony A7 III Kamera und habe ein 35mm Objektiv vorne drauf, und zwar auch ein Sony mit der 1,4er Blende. Das ist relativ schwer, aber der Ronin SC Gimbal packt das Gewicht von diesem Objektiv und dieser Kamera. Die Augenmuschel muss man an der Kamera abnehmen, weil sonst stößt die Augenmuschel an den Gimbal an. Und die nehme ich ab, das stört mich jetzt aber auch nicht. Jetzt zu meinen Einstellungen. Die wichtigste Einstellung wird sein, dass man manuell fokussieren muss. Zack, das stellt man hier ein. Nächste Einstellung ist der Weißabgleich. Ich gehe hier weg von Auto und bleibe im manuellen Weißabgleich auf, was weiß denn ich, 3,2, 3,3. Das passt schon so. Damit bewirke ich, dass jedes Bild von der Bildfarbe gleich ausschaut. Im nächsten Schritt wähle ich meine Belichtungszeit aus. Und die stelle ich bei dem Objektiv jetzt mal auf 10 Sekunden. Da sollte ich schon was vom Nachthimmel sehen können. Und vermeide dadurch aber auch, dass die Sterne als Strichspuren erscheinen. Die Blende, die jucke ich auf 1,4. Das ist die maximal offene Blende bei diesem Objektiv. Und die ISO, Mai, die werde ich nachher, das sehe ich dann am Gimbal, wahrscheinlich so auf 800 oder sowas stellen. Jetzt ist es halt so ultra hell, weil ich die Kamera gerade anleuchte. Das sind jetzt einfach meine Einstellungen an der Kamera und jetzt schraube ich die Kamera so auf den Gimbal drauf. Hier ist natürlich wichtig, dass man ein stabiles Stativ verwendet. Ich habe jetzt hier ein Manfrotto Videostativ und der Gimbal, der sitzt jetzt einfach auf der Stativplatte oben drauf. Wichtig ist auch noch, ausbalanciert habe ich den Gimbal natürlich schon zu Hause, weil in der Arschkälte möchte ich jetzt hier nicht noch 5 oder 10 Minuten das Objektiv und die Kamera ausbalancieren. Also das habe ich daheim gemacht. Jetzt setze ich die Kamera einfach nur mit dieser Schnellwechselplatte drauf und dann können wir gleich starten. So, im nächsten Schritt schaue ich noch, dass alle Sicherungen hier aufgehoben sind. Fokussiere ich mal manuell auf die Laternen da hinten. Okay, schön, jetzt sehe ich auch die Hütte. Mit der Fokuslupe sehe ich die Laternen jetzt natürlich noch viel, viel besser. Und schaue jetzt einfach mal, dass alles schön manuell fokussiert ist. Und das ist es jetzt in dem Fall. Dieses USB-C-Medienkabel steckt hier in dem Gimbal drin. Das verbinde ich jetzt hier mit der Sony, mit diesem Multimedia-Kabel an der unteren Seite. Oh, meine Finger frieren gleich ein. Gut, als nächstes schalte ich den Gimbal an. Ich hoffe, dass der sich jetzt gleich fängt. Ja, er hat sich gefangen. Wunderbar. Die Kamera ist verbunden und im nächsten Schritt öffne ich jetzt meine DJI Ronin App.
Die sollte sich jetzt im besten Fall gleich verbinden mit dem Gimbal. Sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt steht der Aufnahmebeginn. Da tippe ich jetzt drauf und gehe in die Panoramaansicht. So, jetzt zeigt es gleich, okay, das Kabel ist getrennt. Kann ich mir jetzt nicht erklären, weil das Kabel eigentlich angeschlossen ist. Ich mache jetzt die Kamera mal aus und wieder an. Vielleicht löse ich das Problem dadurch. Mal gucken. Mach die Kamera wieder an. Jetzt scheint er die Kamera erkannt zu haben, beziehungsweise das Kabel erkannt zu haben. So, und jetzt seht ihr ja verschiedene Anzeigen. Sensortyp Vollformat kann man hier auswählen. Das mache ich auch, weil ich eine Vollformatkamera habe. Brennweite habe ich schon eingestellt, 35 mm habe ich drauf. Die Überlappung habe ich jetzt auch auf 40%. Das bedeutet, jedes Foto wird mit 40% überlappt. Also ich glaube einfach, dass sich Lightroom dann auch leichter tut, die Fotos am Ende zusammenzusetzen. Vor allem auch, wenn ich so ultra viele Bilder jetzt mache. Vom Intervall her ist es jetzt super wichtig. Ich habe hier eingestellt an meiner Kamera, dass die Cam alle 10 Sekunden ein Bild macht. Wenn ich jetzt den Intervall 2 Sekunden belasse, wird es nicht funktionieren, da wäre ja jedes Bild verwackelt. Deswegen muss ich einstellen, dass der Gimbal, sagen wir mal, alle 13 Sekunden oder sagen wir mal alle 14 Sekunden das Foto macht. Das heißt, die Kamera belichtet 10 Sekunden lang, dann wartet den Gimbal ab und nach 4 weiteren Sekunden macht das nächste Foto. Kamera belichtet 10 Sekunden lang, da wartet er wieder 4 Sekunden, dann macht er wieder das nächste Bild. So möchte ich eigentlich diese Erschütterungen hier an der Kamera vermeiden oder am Gimbal vermeiden. Ich glaube, alles steht und fällt mit dem Wind und dem stabilen Stativ, ehrlich gesagt. Okay. So, und im nächsten Schritt seht ihr ja dieses Viereck. Ich kann mit dem Finger jetzt die erste Position bestimmen, wo die Kamera eben anfängt, das Panorama zu schießen. Und da seht ihr gleich, wie sich dieses Sichtfeld verändert. Ich sage mal, ich möchte ab hier links unten anfangen und die Kamera soll relativ viel auch von dem Nachthimmel aufnehmen. Wow! So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Das wären jetzt 15 Fotos. Könnte ein schönes Panorama werden. Man wird aber wenig Sterne sehen, weil die von den Wolken leider verdeckt sind. Los geht's, die Kamera startet und fängt oben links an in dem Fall. Man kann die Panorama-Funktion natürlich auch jederzeit anhalten, wenn man einfach auf den Auslöser auf dem Handy drückt. Zu erwähnen ist vielleicht auch noch, dass diese App, also die Software im Handy, das Panorama nicht automatisch zusammensetzt. Also das muss man echt per Hand in Lightroom oder in anderen Programmen dann zu Hause machen. Jetzt möchte ich es nochmal auf einen Versuch darauf ankommen lassen. Ich bin jetzt hier hoch auf den Bootsteg gestiegen und möchte hier oben auch ein Panorama anfertigen, um einfach zu sehen, ob diese Linien des Handgeländers auch wirklich schön parallel und gerade auf dem Panoramabild am Ende verlaufen. Und los geht's. Ja, sauber, alle Fotos sind im Kasten. So Leute, das war's jetzt hier von mir, vom Ammersee, vom Steg, bei Eises, Kälte und Wind. Aber es ist trocken gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, euch was gebracht hat, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Restabend, eine schöne Restnacht und sag Servus, bis zum nächsten Video. Euer Sigi vom Ammersee. Bye bye. Ist doch echter Wahnsinn. Vor einer halben Stunde war es hier sowas von bewölkt, da wollte ich schon zusammenpacken. Und jetzt reißt der Himmel so dermaßen auf, also unglaublich. Wettervorhersage war ja bewölkt angesagt, eher ungemütlich. Tja, hat sich mal wieder gelohnt, ein bisschen länger zu bleiben, durchzuhalten. Jetzt bin ich echt ganz glücklich mit meinem Vorhaben, meiner Aktion heute. Also jetzt gute Nacht, Leute.
Jetzt geht es ans Zusammenstellen der Bilder als ganzes Panorama. So, und jetzt habe ich hier ausgewählt das letzte Bild und das erste Bild der letzten Session. Das sind jetzt hier genau 20 Bilder. Die möchte ich jetzt zusammenfügen. Und das mache ich so, ich habe alle Bilder markiert, drücke die rechte Maustaste und sage einfach nur Zusammenfügen von Fotos als Panorama. Jetzt wird es eine Zeit dauern, bis Lightroom die Bilder berechnet hat. Oh, schon mal die erste Fehlermeldung. Die Fotos können nicht zusammengefügt werden. Dann probiere ich es doch mal zylindrisch. Oder dann eben auch kugelförmig. Mal gucken. Yay, er hat es geschafft. Also kugelförmig kann Lightroom diese Bilder zusammenfügen.